Ich wuchs 3 Kilometer von einer Rennstrecke auf. Ich konnte jedes Auto anhand vom Geräusch erkennen. Das war Teil meiner Kindheit. Mein Name ist Alfredo Heberli, ich bin Industriedesigner. Ich entwickle am liebsten komplett neue Ideen. Ich möchte mich möglichst wenig Linien, möglichst viel erreichen. Ich nenne das die Ökonomie der Mittel. Also es geht mir darum, möglichst reduziert, möglichst viel auszulösen. Ein Hauptthema, das ich habe bei der Gestaltung, ist sicher Präzision. Das betrifft eher die Schweizer Seite, mein Studium hier in Zürich. Und Poesie, das betrifft eher Argentinien, das Latinische, Südamerikanische. Diese zwei Wörter versuche ich immer wieder zu kombinieren und ist Teil meiner Gestaltungsphilosophie. Ich wollte ein älteres Auto kaufen. Da habe ich dann den Porsche 911er aus dem Jahrgang 76, 2,7 Liter, das erste G-Modell. Ich bin überrascht über die Emotionen, die das Auto bei mir auslöst. Es hat eigentlich sehr schöne Philosophie, die sehr gut mit meiner Haltung passt, eben zu reduzieren und dort mehr Emotionen auszulösen. Wenn Leute meinen Namen nicht kennen und ich mich über meinen Beruf irgendwie definieren darf, dann frage ich immer, ja, was habt ihr für ein Sofa, was habt ihr für Gläser oder Geschirr zu Hause? Und das ist immer wieder vorgekommen, dass Leute gesagt haben, dass sie meine Gläser haben. Es ist für mich wie ein Oscar zu kriegen, wenn sowas passiert, weil das ist eigentlich die schönste Anerkennung, dass das Produkt, ohne dass man mich kennt, eigentlich gefallen hat oder etwas ausgelöst hat. Ich hatte viel, viel Glück, dass ein Freund von mir mich der Firma Itala vorgestellt hat und ich habe dann Origo entworfen, das Geschirr mit den Streifen. Aber die Erfindung von Origo war eigentlich nie die Streifen. Das Wichtigste ist eigentlich der Teller. Der Teller hat statt einer Vertiefung eine Erhöhung und ist egal schlussendlich, welches Gefäß ich habe, ich kann jedes drauf fixieren. Kein Gefäß kann man ganz genau definieren, für was das es ist. Es ist immer eine Zwischengröße. Und das habe ich ganz bewusst eingesetzt, um eben diese Freiheit, diesen Mehrwert noch einzusetzen, damit ich möglichst wenig Teile zu Hause habe. Ich hatte das Glück, in Zürich studiert zu haben, Industriedesign. Und da war das Thema Ökologie von Anfang an ein Thema. Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist eigentlich kein Trend zu folgen, nicht der Mode zu folgen. Sehr besonders bei dem 911er ist sicher die Farbe, Platin-Diamant. Das sind natürlich diese bildhauerische, skulpturale, wenig Teile, die zusammenkommen. Also es hat für mich so endlosen Linien, die ich immer wieder finde. Und genau das suche ich, diese Eigensinnigkeit, dieses Eigenständige. Und das, insofern sehe ich auch ziemlich starke Parallele zu meinen Entwürfen.